Servus und willkommen zu dieser neuen Tour. Wir haben den 2. April. Gestern sagte man mir, dass es heute schneit. Ich habe es nicht geglaubt, weil war ja dann der 1. April. Naja, jetzt ist hier Schnee. Geil. Und in meinem Urlaub. Also es war jetzt ewig lang schön und jetzt schneit es in meinem Urlaub. Okay, alles klar. Wir sind in der Weltenburger Enge oder wir laufen die Weltenburger Enge. Da gibt es ein paar Höhlen. Auf dem Rückweg kommen wir dann noch hier an Befreiungshalle vorbei. Ob wir da reinschauen, weiß ich nicht, ob es überhaupt offen ist. Zumindest von außen schauen wir es an. Dann würde ich auch sagen, los geht's. Also was ich schon mal extrem cool finde ist, es ist kein Mensch hier. Also wenn jetzt die Sonne scheinen würde, dann wäre hier natürlich alles voll. Aber es schneit. Ja, jetzt hinter mir ist ein Klöster und ich weiß, dass da auf jeden Fall wie so eine Art Hohlloch ist. Ja, so eine Art Höhle, eine langgezogene, die man so leicht nach oben laufen kann. Aber da komme ich jetzt nicht rein. Da ist zu. Und ihr kennt es, wenn ich, beziehungsweise ich gehe mal zur Mauer und halte die Kamera drüber, dann seht ihr es schon, was ich meine. Da ist eine Höhle. Sieht auch irgendwie verlassen aus, dieses Gebäude. Hängt so eine Fahne. Auch schon ein bisschen schmutzig. Und hier hinten ein paar kleinere Gebäude. So, jetzt sind wir bei der ersten Höhle. Gleich nach diesem Klöstern. Es ist hier sehr felsig und Höhle. Da ist zwar so ein Ding davor. Fledermaus-Schutzzeit ist ja eigentlich offiziell vorbei. Aber wir bleiben trotzdem ruhig, weil es ist ja wieder kalt. Naja, ich muss erstmal noch meine Kopflampe auch rausholen. Und dann schauen wir uns die Gaudi mal an. Also hier geht's hoch. Und es geht aber auch hier runter. Ich habe keine Ahnung, ob es vielleicht irgendwie verbunden ist. Dann auf geht's. Okay. Aber da kommt von der anderen Seite Licht durch, sehe ich gerade. Da ist irgendwo ein Durchschlupf. Da ist ein Ausgang. Aber da kommt man nicht durch. Seht ihr das? Wenn man das Licht ausmacht, dann kommt man im Endeffekt bei dem Hof da raus. Wie so ein gemachter Weg. Dann schauen wir mal den anderen Weg noch hoch. Gut, im Endeffekt ist es nur wie so ein Weg hier nach oben. Hier machen wir das wieder zu hier. Gleich hier neben ist noch so ein Felsvorsprung. Hier scheint so eine Art Durchschlupf zu sein. Da ist nämlich wie so ein Trampelpfad und ein schmaler Spalt. Da kann man glaube ich durchschlüpfen. Mache ich jetzt nicht, dafür ist mir meine Jacke zu gut. Ja, und da hinten scheint so, als würde da Wasser durchfließen, wenn es richtig stark regnet und Schnee schmilzt. Weil hier sieht es ein bisschen so nach einer Spur aus. Das kann durchaus sein. Aber hier ist gleich noch eine Höhle. Und da hinten auch, schauen wir mal. Richtig schöner Platz. Und das ist ja auch unterhöhlt. Unter dem Felsen ist wieder was. Und hier ist die andere Seite von dem Loch, wo man durchschlüpfen kann.
Schön. Ich find's geil. Ja, dann geht's weiter. Weiter hinten in der Weltenburger Enge kommt dann irgendwann eine Felswand, da muss man dann seitlich irgendwo hochlaufen und dann kann man von oben aufs Kloster Weltenburg schauen. Das ist eigentlich unser nächster Punkt. Außer es kommt noch mal eine Höhle. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Weil wie gesagt, das ist schon ewig her. Wann war ich hier? 2015, 2016? Ist schon lang her. Hier drüben auf der anderen Seite, das wird man jetzt im Video nicht gut erkennen, weil die Kamera so weitwinklig ist. Aber hier ungefähr ist so ein, wieder so ein Höhleneinschluss. Und ich bin da immer echt voll neugierig, ob es da weiter reingehen würde, wie groß das ist. Aber da kommt man halt echt schwer hin. Es gibt da keinen Wanderweg. Man müsste vom Berg oben direkt den Hang runter. Und es sieht echt ein bisschen crazy aus. Weil da liegen überall Baumstämme, es ist total steil. Und dann weiß man trotzdem nicht, ob man da hinkommt. So, hier haben wir so einen Felsvorsprung wieder mit so einem kleinen Unterschlupf. Jetzt wollen wir kurz abchecken, ob man sich da hinsetzen kann. Dann kann man uns was zu essen kochen. Es wäre zumindest windgeschützt. Aber so ja, nein, mir wäre es egal. So, es gibt Chivap-Chichi. Für den Chris habe ich einen selbstgebauten, ja, ähnlich wie ein Hobokocher. Man kann oben einfach die Schale draufstellen. Und dann wird es erhitzt und wenn es fertig ist, kann man es natürlich aufreißen und essen. Und ich ganz klassisch mit einem Esbit-Kocher mit einem Lochblech drüber. So, Happa Happa fertig. Mahlzeit. Ja, wir sind fertig mit Essen. Weiter geht's. War ganz gemütlich da unten, ich fand es nicht mal kalt. Okay, wenn er länger sitzt, dann wird es schon frisch, aber da war es recht windstill und natürlich nicht im Schnee. Ja, wir sind am Ende angekommen. Was heißt am Ende? Wo man direkt am Wasser laufen kann. Hier ist auch nochmal wie so ein, ja, Felsvorsprung. Höhle kann man es nicht wirklich nennen, aber ein cooler Vorsprung, wo man sich auch mal hintillen kann. Hier unten ist noch so eine Kiesbank. Ich glaube, im Sommer sind da sehr viele Leute und baden und sonnen sich und so. Fahren da dann auch recht viele Schiffe immer dran vorbei. Ja. Und da rechts rum kann man nicht laufen. Deswegen müssen wir ein Stück zurück und dann den Berg hoch. Jetzt haben wir hier schon wieder auf so eine kleine Höhle oder Höhlengang gestoßen. Ohne Rucksack da reinschauen. Ich schnaufe noch vom Aufstieg. So, los geht's. Da kann man durchlaufen. Ist ja cool. Eine kleine Durchgangshöhle. Endet aber so. Ich werde da nicht runterklettern, das ist mir zu gefährlich. Ja, wieder zurück. Ja, da hinten kommt dann das Kloster Weltenburg. Müssen wir noch ein Stück laufen. Aber diese Aussicht hier ist echt beeindruckend. Eigentlich wollten wir ja zum Aussichtspunkt, dass man aufs Kloster Weltenburg schauen kann. Aber irgendwie war da eine Absperrung, da war ein Schild davor mit so einem Raubvogel zum Schutz, dass man da jetzt zu dieser Zeit anscheinend nicht langlaufen darf, kann, soll. Jetzt sind wir halt auch wieder in so ein, ja, Art Tal gekommen zwischen diesen zwei Bergen, Hügeln.
und laufen wir jetzt Richtung andere Seite zurück, also einfach mitten durch den Wald. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir sind jetzt nicht die Straße gelaufen, wir laufen jetzt den Keltenwall. Ja, ziemlich hügelig, es geht bergauf und bergab. Mittendrin sind mal so Schneisen hier, wo dann wieder ein Schotterweg ist. Und es fängt wieder an, mehr zu schneien. Wie man sehen kann, hier auch alles weiß. Liegen bleiben wird es nicht. Ich denke mal, morgen oder übermorgen ist es eh wieder weg. So, jetzt waren wir ziemlich lang durch den Wald unterwegs. Und jetzt sind wir gleich an der Befreiungshalle. Warum wir jetzt gesagt haben, hier stinkt es, weil hier riecht die ganze Zeit nach Fäkalien. Und das ist schon die letzten 100 Meter. Das ist halt nicht so angenehm. Da hätten sie ruhig einen anderen Duftbaum verwenden können. Ja, und hier kann man normal hochgehen. Das Video überwacht. Und dann läuft man normal da hoch. Die andere Seite ist doch auf. Wir laufen hier mal hoch. Den deutschen Befreiungskämpfern Ludwig I, König von Bayern. Dann laufen wir hier mal außen rum. Aber da wird es nichts zu sehen geben, außer Türme und Mauern. Aber die haben dieses Steinmuster. Ist echt hingemalt. Es sind verschiedene Farben. Und dazwischen haben wir so Striche nur gemalt, dass es ausschaut wie Steine. Ja, also hier könnte man, wenn es nicht so schneien würde, komplett über Kelheim schauen, von links bis da runter und die rechte Seite, also komplett überblicken. Allerdings ist das Wetter nicht so schön. Ja, jetzt geht's hier zickzack den Berg wieder runter. Wir haben festgestellt, es ist echt unangenehm. So, das war's mit der Tour. Nicht das schönste Wetter. Teilweise war es auch ein bisschen verplant. Gerade da, wo wir im Wald unterwegs sind. Ja, also richtiges Aprilwetter und ich sag, bleibt gesund, geht's raus, bis zum nächsten Mal.